Freut euch des Lebens, weil noch das Lämpchen glüht. 2 Stunden ohne Alltagssorgen beschert Ihnen Heinz Rühmann als Schneidermeister Wibbel in dem neuen Berolina Herzog Farbfilm Das Sonntagskind. Mit einem Blumenstrauß steh ich vor deinem Haus und schaue hinauf zu dir und wünsche mir, das Licht geht aus. Ein Mann führt ein geheimnisvolles Doppelleben und verstrickt sich in den Maschen des Gesetzes. Frau Wibbel, Sie stehen unter dem Verdacht, mit Ihrem Mann Bigamie zu treiben. Na und, wen geht denn das was an? Sie sind ja mal verheiratet. Anton, geh nicht hinaus! Hab keine Angst, ich bleib nicht hier in der Stadt, wo er mich erwischen kann. Ich fahr nach Köln! Die Geschichte wird immer geheimnisvoller. Aber die Polizei ist schon auf der Spur. Öffnen Sie die Tür. Und wenn mir der Kerl eins auf der Kopf schlägt, dann schieße ich. Ich in Krieg nicht schießen, nur wenn andere schießen, ich zurückgeschießen. Was hast du? Zurückgeschießen. Was Sie nicht sagen, das ist dann alles 3 Jahre Gefängnis hat er gekriegt. Ja, er soll gerade noch am Zuchthaus vorbeigekommen sein. Nagi! Nun sagen Sie mal, was sind Sie denn nicht noch alles? Erst sitzen Sie im Gefängnis, dann sitzen Sie nicht im Gefängnis, dann sind Sie tot, dann sind Sie nicht tot, dann sind Sie der Schneidermeister Anton Wibbel und dann... Warte, ich bin der Bossy Macmillan aus Loch sowieso in Schottland, du Hekto. Ein vielseitiger Mann, dieser Herr Wibbel. Eine Paraderolle für Heinz Rühmann. Ich hab deinen Hosen an. Und ich hab deinen Rock. So tanzen wir hier die ganze Nacht. Das Morning 5 o'clock. Hannelore Bollmann ist die reizende Frau, die allen Männern die Köpfe verdreht. Sogar ihrem Ehemann, dem Schneidermeister Wibbel. Aber auch seinem Gesellen Mölfes, Werner Peters. Und dem Schotten Walter Giger. In weiteren Hauptrollen spielen unter der Regie von Kurt Meisel Günter Lüders, Carla Hagen. Ein Großaufgebot von Komikern. Karl Napp, Jupp Flohr, Otto Wernicke und viele andere. Mama gibt den Schlüssel raus, nur ein einziges Mal. Friedrich Schröder schrieb bezaubernde Melodien für diesen echten Rühmann-Film. Taufrisch wie der junge Morgen. Das Sonntagskind bringt Ihnen viele Überraschungen und gibt Ihnen Antwort auf die uralte Frage: Warum ist es am Rhein so schön? Für Frohsinn und gute Laune garantiert Ihnen das Sonntagskind. Heinz Rühmann.